Recht herzlich willkommen zur 74. Folge von Simotrans. So, wir starten das Spiel und der Bus sollte jetzt fahren, so wie es auch ist. Das Abgespeicherte hat dann gereicht, damit das auch klappt. Ne? So, da sind wir also schon mal von ab. Okay, dann schauen wir weiter. Wir haben den jetzt gemacht. Der sollte dann da unten irgendwann bei der Kirche in Döbeln anlanden und da die Passagiere aufnehmen. Allerdings wird es jetzt wahrscheinlich schon reichlich haben, 43. Jetzt ist die Frage, kommt der andere Bus zuerst oder nicht? Schauen wir mal. Ah ja, der andere kam zuerst. So, da kommt der Bus. Stadtbus hat noch Achter gebracht. Der hält auch schön hier an. Passt. Und 39 Passagiere warten da jetzt auf den anderen Bus. Ja, und jetzt warten sie auf den anderen Bus. Das ist jetzt nicht gut. Weil der kann nämlich gar nicht reinfahren, wahrscheinlich gleich, ne? Der Döbelner Stadtbus. Wo ist der jetzt? Da oben fährt er irgendwo rum. Jetzt kommt er dahin. Und jetzt steht er da in der Schlange und kann nicht weiter. Also, das ist auch eine schlechte Bushaltestelle dann. Funktioniert nicht. So. Lass den mal rausfahren jetzt. Dann fährt der andere Bus nämlich rein, wie man sieht. Und in dem Moment sind dann auch die weg und Fünfe kommen nur hin. Also er hätte sowieso viel zu lange gewartet. Das ist also auch keine Alternative hier. Also, andere Bushaltestelle aussuchen, oder? Ist die Rathausbushaltestelle. Gefällt mir auch schon nicht. Kloster hatten wir schon. Das sind aber auch alle anderen, sind auch dann die, die wir schon kennen, oder? Wo ist denn jetzt hier die Bushaltestelle da? Ja, also das ist schon mal nix, ne? Das können wir vergessen. Der wird jetzt immer da an der Bushaltestelle warten. Das müssen wir auch noch ändern in dem Fahrplan. Weil das geht ja auch nicht, ne? Ja, die 20% waren das jetzt hier. Die können wir dann wieder wegnehmen. Und da wäre diese Bushaltestelle. Machen wir die mal mit 20%. Aber hier gibt es auch einen Stadtbus, oder? Das bringt dann also auch nichts. Weil da kommen wir auch nicht zu. Also Klosterbrauerei ist sozusagen das Nonplusultra, ne? Nützt nichts, können wir erstmal so lassen. Bis uns da was Besseres einfällt, sozusagen. Ja, da sind sogar 11 Passagiere. Nur 4 Passagiere, okay. Sieben, acht, vier, da war wieder einer. Fünf kommen da immerhin, dann lass uns das mit fünf machen.
5 an der Bushaltestelle. Ganz einfach. Gut. So, checken wir jetzt ab, ob das klappt oder nicht. Weiß nur nicht. Irgendwann wird da der erste Bus stehen bleiben müssen. Da ist einer jetzt. Der fährt aber weiter. Und dann der nächste wird auch schon wieder weiterfahren, einfach aus dem Grunde, weil Zähne da sind. Da kommt der nächste. Okay, der hat jetzt 3, 4 Passagiere. So, der fährt auch schon wieder weiter. Ist aber nicht schlimm. Das würde ja auch nur passieren, wenn er direkt... Ah, da sind wieder 5. Er nimmt 3 mit. Fährt auch weiter. Das passiert ja nur... Wenn der Bus leer ist. Oder? Weil der ist ja jetzt weitergefahren. Er würde erst weiterfahren. Bei 20% fehlend. Nochmal. Aus den 5 machen wir definitiv 20. So. Da kommt der Bus. Und der ist jetzt voller. Wegen 31 sind drin. Und hier stehen 3. Weiter. Jetzt kommt kein Bus gerade. Da ist er. Der fährt auch weiter. Wegen genug Leute im Bus. Entschuldigung. Jetzt kommt er. So, der hat jetzt nur 14. Der müsste jetzt warten. Er fährt aber auch weiter. Da habe ich was falsch verstanden oder was? Oder ist es die andere Richtung? Ist die andere Richtung wahrscheinlich, ne? Da kommt wieder einer. So, der hat jetzt nur einen drin. Fährt aber auch weiter. Was bringt's mir dann? Oder warte mal, ne, Quack, er hat 98 drin, das ist ja die Haltestelle. So. Der zweite Bus hat jetzt nur 11 drin. Jetzt sind wir bei den 20%. Und 13, 14. Jetzt steht, passiert der Stau da. 17. Der andere Bus fährt noch. Jetzt fährt er wieder. Stau löst sich auf. Bringt jetzt nicht wirklich was, ne? So, jetzt steht wieder ein Bus da. Mit 10. Der andere kommt jetzt von Döbeln gerade wieder. So, der fährt weg. Der andere fährt den Radolfzell gerade ein. Und jetzt steht der da, oder? Ne, der 23 drin, das reicht. Fährt dann weiter.
Ja, der andere ist gerade in Döbeln gewesen. Oder ne, fährt gerade nach Döbeln und kommt wieder. So, der hat jetzt einen 20, 19, holt sich wahrscheinlich seinen 20. und fährt dann durch. Genau so ist es. Ich glaube, wir können das mal so lassen. So, 7. So, jetzt steht der Erste da im Weg und überholt nicht. Keine Ahnung warum. Ist einer mit dem Anhänger. Jetzt werden es an der Klosterbrauerei aber auch nicht mehr. Jetzt gerade einer, neune. So, jetzt steht der zweite Bus auch in der Schlange. Das bringt es nicht wirklich. Ja, die Technik ging dann nicht auf. Zack, 10% warten und dann schauen wir mal. Es geht ja auch nur immer darum, dass der leer ist. So, lassen fahren und ist gut. Und der hat jetzt 15% Beladung. Wir sind auf 10 runter. Er wird wahrscheinlich nochmal die 20 abwarten. Ja, der geht nämlich jetzt nicht auf. Das wäre dann zu überlegen. Fährt er los, wenn er dann voll beladen ist oder 20 hat? Ja, wenn er 20 hat, fährt er. Jetzt geht's wieder, okay. Dann lass es so. Gut, okay, das haben wir abgefrühstückt. Funktioniert vielleicht auf diesem Weg, den wir jetzt haben, aber nicht wirklich gut, ne? Okay, andere Baustellen sind jetzt die Fragen. Lass mal Karte aufmachen, gucken, wo Bushaltestellen vielleicht fehlen. Da fehlt keiner. Hier auch nicht. Sondershausen. Ist auch alles im grünen Bereich. Waldeck. Ist auch noch nix. Floto. Floto hat hier Straße gebaut, aber noch nichts anderes. Redenburg. Ist auch nix. Hardexen. Ist auch nix. Dann gucken wir hier rüber. Da ist auch nichts. Dann haben wir noch Adenau. Hat auch nichts außerhalb. Döbeln wächst auch nicht in der Richtung, dass wir was machen müssen. Und hier ist auch alles abgedeckt noch. Gut, okay. Dann sind wir damit durch. Dann könnte man wieder nach Verlusten gucken. Verluste der Fahrzeuge. Schiff ist klar. Wer nochmal hier? Ein Bus. Der fährt da die Touristen durch die Gegend. Macht voll die Miesen dabei. Ich dachte, das wäre so ein tolles Geschäft gewesen hier. 218 Leute warten da. Da weint gar keiner. Die Arbeiter auch nicht. Kommt keiner mehr. Hier oben hat man noch. Auch nichts mehr. Das Ballett hat auch keine Gäste. Das ist schlecht. Ja, kann man nur fahren lassen den Bus dann, ne? Bringt auch nichts. Hier stehen 4 Leute an der Attraktion. Die wollen hier weg. Dann kannst du nur gucken, dass du hier warten lässt, bis da 10 Leute drin sind oder so. Sonst fährt er zu oft. So, und das ist Linie hier ändern. Da Apollo-Tempel.
Das ist also dieser hier. Da machen wir mal auf 10er. Habe ich den jetzt nochmal eingefügt? Ja, haben wir. Löschen. Weg ist er. Schließen und nochmal reingucken. Da sind jetzt 9 Leute. Oh, könnte sein, dass der Bus dann da schneller ist. Jetzt ist er da hinten. Lass den mal schneller fahren. Der Milchwagen, nochmal Milchwagen. Der Bus ist durchgefahren, weil schon 10 da waren. Gut. Bedeutet, wir müssen die Zahl erhöhen auf 20. Gut, dann weiter geht's. Fährt durch, durch, durch. Jetzt ist die Frage, ob die Milchwagen überholen. Da ist ein Milchwagen, da ist der zweite. Und der Bus ist auch da, fährt aber durch. Waren ja jetzt schon so viele, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ne? So, da sind 8. Der dürfte jetzt nicht durchfahren, ne? Oder doch? Wieso fährt denn der jetzt durch? Ach, 20% von 60. Ah. 20% von 60. Alles klar. Sind auch 12. Und der hatte, wie viel drin, habe ich jetzt nicht gesehen. Gucken wir nochmal. Jetzt hat er aber keinen an Bord. Jetzt müsste er warten. 7. Jetzt steht er da. So, schneller laufen. 10, 11, 12. Niemand mit. Aber 12 sind schon dran, fährt er durch. Nächste Runde. So, hat er genug. Okay. Dann würde ich sagen, kann diese Zahl doch erhöht werden. Mach ruhig 100%, egal, dann muss er da halt so lange stehen bleiben, ne? Bis er voll ist. Da hinten hat er irgendwo einen weggeholt, da 5 und jetzt hat er 17. Bleibt jetzt so lange da, bis das 20 sind, bis das 60 sind. 20 sind schon. Irgendwann ist er dann auch voll. Ob sich dann lohnt, ist die nächste Frage, ne? Wenn er los wird, muss ich langsam machen. 53, 55, 60, stopp. So, hat er schon welche mit? Nein, er hat keine mit, okay. Dann lassen wir das so. Er fährt einmal alles ab. Sammelt da hinten einen ein, da irgendwo 3. Und kommt mit einigen hier vorne an. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob der Milchwagen da vorbeikommt. Da kommt gerade einer, der fährt aber gar nicht dahin. Weil die hören ja schon da auf, dann passt das. Lassen da stehen. Und das ist schon mal gut. Zurück hat er diesmal welche gehabt, weil ein Schiff da gewesen ist. Dann ist das auch okay. Kann man so laufen lassen. Gut. Irgendwann fährt er dann auch bessere Zahlen ein, oder?
Anstatt Bus hier in Hardexen. Haben wir da ja mit der Straßenbahn neu aufgebaut. Hier geht es auch noch nicht los. Wo war der? In Sonderhausen. Da liegt gerade Schnee. Hier hat sich nichts geändert. Alles beim Alten. Und hier hat sich auch nichts getan. Hier drüben auch alles beim Alten. Gut. So, da haben wir nicht ganz viel geschafft im Endeffekt, nur Optimierungen zwei. Und naja, die funktionieren erstmal, sag ich mal so. Und ja, nächste Folge gucken wir weiter, oder? Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.